Willkommen zurück zu einer neuen flutschig-fischigen Folge Subnautica. Freut mich, dass du da draußen wieder reingeflutscht bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die flutschigen Dudes, die das letzte Video bewertet haben. Ja, was ist passiert? Also, ich erzähle euch jetzt mal ganz kurz eine Geschichte. Ich habe natürlich wieder eine neue Folge Subnautica aufgenommen, denn die Bewertungen waren mal wieder phänomenal und ich habe hier so eine kleine Basis gebaut, genau hier an der Stelle. Und leider ist mein PC abgeschmiert, ich habe nicht gespeichert, alles war umsonst, das Video war auch Schrott und jetzt habe ich mir gedacht, okay, bevor ich hier wieder komplett von vorne anfange und Titan sammeln dauert wirklich ewig lang, es ist absolut unspektakulär, wir schwimmen irgendwo hin, nehmen ein bisschen Schrott mit, schwimmen wieder zurück, verwandeln es in Titan, es dauert wirklich eine Stunde, bis man hier 6 Habitate hingesetzt hat mit ein paar Plattformen und so weiter, also es dauert ewig lang, ja. Ich habe jetzt einen Cheat angemacht, einfach fürs Let's Play, sonst kommen wir nicht voran und ich will halt keine Folge, wo ich wirklich nur Titan farme. Und wenn ich das Offscreen farme, dann kann ich auch gleich sagen, yo, gut, dann mache ich es mit einem Cheat. Also, ich glaube, da schenkt sich jetzt nicht wirklich was. Wir werden natürlich nicht cheaten, ja, aber Titan cheaten wir uns jetzt. Also, legen wir los, wir bauen jetzt hier gemeinsam eine kleine Basis hin. Wir bauen auch wirklich nur die Standardsachen, sprich eben die Räumlichkeiten, vielleicht ein Aquarium, wenn wir es schon können. Ich glaube, das können wir noch nicht mal. Und dann halt ein paar Schränke und dann ist der Cheat wieder weg. Ja, das ist jetzt nur, weil es total lange dauern würde, Titan zu farmen. Und Titan ist überall. Also Titan findet man wirklich überall. Wenn ich jetzt hier runterschwimme, ja, guck hier drüben. Da ist doch bestimmt Schrott. Oder das hier. Schon habe ich Titan. Muss das hier nur scannen und zack, hätte ich Titan. Und wir sind jetzt hier in der Nähe vom Pilzwald, aber nicht direkt beim Pilzwald, weil ich irgendwie die Stelle hier so cool finde. Ich finde, hier kann man irgendwie gut bauen. Das ist nicht zu tief, also kann man immer noch Solarenergie gewinnen. Und man kann hier so schön runterbauen Richtung Pilzwald, wenn wir wollen. Gut, legen wir mal los. Wir fangen erstmal an, eine Fläche zu bauen. Und wahrscheinlich wird die Folge heute auch nicht ganz so lange, weil dadurch, dass alles abgeschmiert ist und ich nur Probleme hatte, hat sich natürlich jetzt alles so ein bisschen nach hinten verschoben. Es tut mir leid, Leute, wirklich. Aber für mich ist das noch ärgerlicher als für euch, denn jetzt habe ich hier doppelte und dreifache Arbeit und das ist garantiert überhaupt gar nicht schön. So, wollen wir es hier oben drauf machen und dann so rübersetzen? Oder wollen wir hier so ein bisschen das Ganze vor den Stein? Weil ich bin ja so jemand, das soll schon schick aussehen. 30 Sekunden. Was das angeht, bin ich ein absoluter Perfektionist. So, wo kann ich denn bauen? Hier geht's. Wie sieht das aus? Ja, schwebt jetzt halt so merkwürdig, aber irgendwie glaube ich, besser kann ich es auch gar nicht platzieren. Und ich brauche Luft. Ich brauche schon wieder Luft. Und Motti, Motti qualmt. Die arme Motti. Oh, das war aber knapp. Ich war hier schon am Röcheln. Die arme Motti. Okay, machen wir es mal so. So. Und so. Weil es ist halt wirklich nur Titanfarm. Das würde, allein das hier zu bauen, allein diese Fläche hier zu bauen, das wären 10 Minuten. Das wären wirklich ungelogen 10 Minuten, die wir hier rumbauen würden. Dann ist die halbe Folge schon rum und ich habe 4 Fundamente gebaut. So, jetzt legen wir mal los. Wir machen die Dinger hier. Mehrzweckraum. Einen hier hin. Einen hier hin. Einen hier hin. Und einen, komm her. Einen, obwohl, warte mal. Ich erweitere das Ganze, glaube ich, um noch eine Reihe. So. Weil dann setze ich hier noch einen hin. Und dann machen wir hier so eine Fläche, wo man rein kann. Weil dann mache ich mir hier Gärten hin. So. Gut, so sieht das Ganze aus. So bin ich auch relativ zufrieden. Dann würde ich ganz gerne, oh, sowas hätte ich auch ganz gerne. Aber wir haben gesagt, nur Titan. Also wäre das gegen die Regeln. Aber ich hätte es so gerne. Aber mal schauen. So, ich mache immer hier gleich direkt 2 Stockwerke. So. Und hier drüben 30 Sekunden. Auch noch. Und dann hier noch. Ja, ich brauche Luft.
Und nein, da drin ist keine Luft. Dazu brauchen wir erst die Solarpanels. Ich bin zufrieden. Sieht doch schon mal ganz nett aus, so für einen Anfang. So, jetzt natürlich den Eingang. Den Eingang, den machen wir hier hin. Also ich hätte sogar noch hier... Okay, jetzt habe ich nichts, weil es hat die ganzen Sachen aufgefressen, aber wir hatten hier noch Glas und Titan. Also wir hatten wirklich alles. Wir hatten wirklich alles, um einen Mehrzweckraum zu bauen, vier von diesen Flächen, vielleicht zwei Mehrzweckräume. Und das hat wirklich 12 Minuten gedauert. Also so sieht's aus. Wir haben keine Luft. Jetzt sieht man mal das Ganze von innen, wenn eben keine Energie am Start ist. Und jetzt machen wir uns Energie. Und da fangen wir an mit denen hier. Weil die sind am Anfang auf jeden Fall die beste Lösung, finde ich persönlich. Und das Ding fängt an zu leben. Power restored. All primary systems online. Noch eins. Und noch eins. So, hier sind 4 Stück. Machen wir hier noch 4 hin. Na, was machst du denn? Kies, alter Junge. Ich denke, 8 Stück sollten erstmal reichen. Und jetzt können wir rein und die Basis von innen genießen. Dann gehen wir mal rein. Welcome aboard, Captain. So, da ist das gute Stück. Alter, wie viel Energie geben die denn? What? Haben die schon immer so viel Energie gegeben? Hä? 2000? Was zur Hölle? Seit wann ist das so? Das war davor garantiert nicht so. Kann ich hier eigentlich ein Fenster platzieren? Hier in diesen Zwischendingern? Also hier geht's, aber hier geht's nicht, oder wie? Echt? Hier geht das gar nicht? Hier geht das nicht? Tatsache. Kuckuck. Hier noch eins hin. Kuckuck. So, wir machen ganz schnell noch ein paar Fenster hin. So. Dann Verstärkung. Auch noch, damit der Laden hier nicht berstet. Sonst kriegen wir nämlich ein Problem. Dann brauchen wir eine Treppe. Die klatschen wir hier hin. Und schon können wir nach oben. Und schon bin ich oben. Und dann hier wieder ein paar Fenster hinsetzen. Na, wo ist es denn? Hier mein Gerät. Mein hartes Gerät. Mein geiles, hartes Gerät. Fenster hier hin. Fenster dahin. So. Schick. Sehr, sehr schick. Weil wir wollen ja was sehen. Sonst ist es hier drin so düster. So. Und dann brauchen wir natürlich hier auch wieder eine Leiter nach unten. Ganz, ganz wichtig. Die machen wir diesmal, glaube ich, hierhin wegen dem einfachen Zugang. Und schon können wir klettern. So, das ist ja also meine wunderschöne kleine Basis. Weil hätte ich die Leiter hierhin gemacht, wäre es ein bisschen ärgerlich mit dem Reinkommen. So. Ich mag Fenster. Man merkt das, oder? Ich bin total der Fensterfreak. Weil es muss ja ein bisschen nach was aussehen. Und wenn man gar nicht nach draußen gucken kann, dann ist es immer so beklemmend und so dunkel hier drin. Vielleicht mache ich hier mal so eine Fensterfront. Und hier kann ich dann schön auf den Pilzwald runtergucken. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Eigentlich wollte ich dich da rein.
So. So, und ich glaube, hier mache ich mir auch nochmal so eine Fensterfront. Machen wir hier das hin. Hier das hin. Machen wir es hier ein bisschen stabil. Und dann nochmal hier das Ganze. So. Machen wir hier noch eins hin. Stabil und stabil. Obwohl, vielleicht sollte ich hier noch einen Eingang machen. Kann ich das eigentlich auch von hier anbringen? Wir probieren es mal. Ja, das geht. Und ich komme hier raus. Gut. Fenster. Moment, hier müssen ja auch noch Fenster hin. Hier machen wir auch so einen Durchguck. Auch eine schöne Fensterfront. Ah, hier mache ich noch ein Fenster hin. So. Und wir schwimmen rüber. Auch noch ein Fenster hin. Und hier noch eine Verstärkung. So. Wir haben eine Basis. Hier sind ja auch... nee, haben wir hier nicht Verstärkung? Hier haben wir keine Verstärkung? Echt jetzt? Was habe ich denn auf der anderen Seite? Hatte ich ja nicht so eine Fensterfront? Ach nee, da habe ich gar keine Leiter nach oben platziert. Aber jetzt habe ich hier eine schöne Fensterfront. Ich bin nur am Überlegen, ob ich hier... Vielleicht kann ich hier eins unten drunter machen? Das ist nicht drin. Aber oben drauf geht's. Da oben drauf würde gehen. Aber unten drunter geht nicht. Das ist irgendwie schade. Warte, hier noch ein Fundament. Geht hier irgendwie noch ein Fundament runter? Dann mache ich hier zwei Stück hin. Fundament hier drüben und hier hin und dann hätte ich ganz gerne wie kann man nochmal drehen? War das E? War das R? 30 Seconds. Jo, wie kann man drehen? Ich hab's vergessen. Ah, so rum. So, hier geht's, da oben stand's. Oh, ich muss da rein. Ey, die haben das viel leichter gemacht. Früher war das total ätzend, weil man nicht richtig drehen konnte. Wow! Schnell zurück! Und rein! So. Leuchte mir den Weg! Kleine Motivation. Und jetzt... Komm, ich gönn's mir, ja? Ich war ein artiger Junge. Alter, ist das cool! Ist das cool! With a specific research task in mind, observatories and other glass modules are imprudent for survival purposes. Ja, und? Ist doch alles stabil. Reg dich ab. Karen, Sharon. The Naren. So. Alter, ich bin am Überlegen, ob ich mir hier noch einen Eingang machen soll. Lässig! Verdammt lässig! Mache ich mir hier noch was hin. Und schon bin ich unten. Kann ich hier eigentlich auch eine Leiter... Ich kann hier einfach durchrutschen. Cool! Wo ist sie denn jetzt hier? Ah, das war nicht so klug. Das war nicht so klug. Jetzt komme ich hier nicht durch. Shit. Muss wieder weg. Dann muss sie zwangsweise hier hin. Jo. Geht nicht anders. Weil sonst komme ich hier nicht durch. Alter, und da ist es. Wunderschön. Jetzt kann ich hier elegant auf den traumhaften Pilzwald herunterblicken. Das ist doch mal geil, oder? Leute, das ist doch mal geil. Das ist doch mal richtig, richtig geil, oder nicht? Da haben wir sie. Die Basis. Das hätte normalerweise 3 Folgen gedauert. 3 Folgen bauen. Und glaubt mir, es ist wirklich nicht spannend, weil es ist eigentlich nur diese Grundressourcen einsammeln. Da kommst du nicht mal in irgendwelche schönen Orte. Das wäre einfach nur da hinten bei den ganzen Pirschern im grünen Schlamm.
Das will doch keiner sehen. Das will doch absolut keiner sehen. Okidoki. Wir setzen uns jetzt noch ganz schnell so eins hin. Dann brauchen wir noch Regale. Ich bin schon wieder am Verdursten. So. Dann mache ich mir hier eins. Ja, komm, 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 komm. Normalerweise müsste es hingehen. Echt, braucht man da mittlerweile so eine große Lücke. Bekomme ich hier vier rein? Ah, mit viel Fingerspitzengefühl vielleicht. Komm schon, eins geht noch, oder? Komm schon. Alter, hier gehen nur drei hin. Gibt's doch nicht. Schweinerei. Mach ich mal halt hier noch eine... Oh, geht sowas hin? Oh, mach ich mal halt das hier hin. Gut. Dann brauche ich ab und zu Medikits. Die mache ich mal ganz gerne hier hin. So. Hier kommt man jetzt gar nicht nach oben. Aber man kommt ja so nach oben und dann so da durch. Hier habe ich ja noch gar keine Fenster. Wie kann ich hier... Sharon, wie kann ich hier bitteschön noch gar keine Fenster haben? Wie kann das sein? Schnucki, ha? Huh? So. Schick. Absolut schick. Jetzt brauche ich nur noch Möbel. Ey, wie gut hält denn bitteschön die Energie? Wahrscheinlich wegen dem Cheat. Wahrscheinlich wegen dem Cheat. Weil normalerweise hält die Energie nicht so gut. 2000? Ist das normal? Was passiert, wenn ich jetzt hier so einen Bioreaktor hinsetze? Okay, solche High-Class-Dinger bauen wir jetzt nicht. Ja, die verdiene ich mir dann. Wir haben gesagt, nur Standard-Scheiß. Ein Außenbeetkasten wäre Standard-Scheiß. Kann man sich mittlerweile hinsetzen? Ich glaube nicht, oder? Das wäre so geil, wenn ich mich hier in meine königliche Kuppel hineinsetzen könnte. Weißt du, wenn ich mich hier so Captain Kirk-mäßig... Okay, den baue ich mir noch. Den baue ich mir noch. Alter, bitte sag mir... Nein, 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 nein. Alter! Ich bin so der Boss. Ich bin sowas von der Boss. Wie geil ist das denn? Man kann sich jetzt wirklich hinsetzen. Das ging früher noch nicht. In meiner Version ging das noch nicht. Hammermäßig. Schicke Basis. Definitiv. Erstmal ganz kurz hier hin. Ich habe Hunger und Durst. Dehydration detected. Seek fluid intake immediately. Okay, das hat eben gerade Energie gekostet. Also Energie zählt irgendwie nicht dazu. The fabricator cooks small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids and internal organs, thus rendering them safe for human consumption. Dankeschön, Karen, für diese wichtigen Informationen. Okay, mir geht's wieder gut. Ah, hier sieht man sogar, wie weit die Dinger sind. Nun, oh, grüne Wände. Grüne Wände sind auch irgendwie total sexy. Ich will einen Green Room. Kann ich einen Green Room noch irgendwo haben? Kann man grüne Wände hier? Ah, nur bei den langen. Also die, wo man wirklich platziert. Diese automatisch erstellten Zwischenstücke gehen nicht. Das ist so ärgerlich. Ja, dann halt nicht. Dann vermies es mir eben. Ich baue noch ein bisschen was in meiner Kapitänskabine. Ich weiß schon was.
Obwohl, das ist zu groß. Das ist leider zu groß. Aber ich habe ganz gerne immer so ein Aquarium. Okay, hier geht's hin. Jetzt kann ich hier Fische reinwerfen. Schick! Schick, schick, schick. Super schick. Gut. Sehr gut. Ist das eine schöne Basis oder ist das eine schöne Basis? Jetzt fehlt halt nur noch der Green Room. Oh, wie cool das aussieht. Alter, ich brauche hier Scheinwerfer. Ja, genau. Scheinwerfer. Genau das ist es. Wo finde ich die? Alter, ich glaube, ich mache mir einen hier oben drauf. Bewegen die sich komplett rum? Ich glaube, ich drehe ihn. Gehen wir hier auf Nummer sicher. Okay, der muss so rum. Ja, das Drehen dauert ja ewig. Komm schon, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Warte. Noch ein kleines Stück. So. Und er funktioniert. Aber wie es scheint, dreht er sich hier komplett rum, oder? Ah, nicht ganz. Boah, sau cool. Ich freue mich richtig. Wenn ich hier unten noch einen dran kleben könnte, das wäre auch cool. Alter, geht das? Moment. Das geht vielleicht sogar. Das geht's, aber... Aber irgendwie merkwürdig. Der steckt irgendwie so drin, aber er funktioniert. Er funktioniert. Alter, die Kuppel. Die saucoole Kuppel. Jetzt hier noch so ein Außenbeet. Pflanze ich mir hier noch die geilsten Sachen an. Ja, bauen macht Spaß, liebe Kinder. Bauen macht Spaß. Oh, ich hole mir dieses leuchtende Gras. Is a proven survival strategy. Craig McGill survived 47 months on a healthy, raw salad of live tree roaches and stag root. Lieber mal hier rein. Welcome aboard, Captain. So. Gut, hier machen wir dann dieses Ghost Weed oder wie das heißt. Das ist guter Stoff. Hammer. Ich bin absolut zufrieden mit der Basis. So für den Anfang ist nice. Und dann werde ich hier an der Seite wohl die Undock-Station noch machen und so. Aber wie gesagt, ohne Cheats. Es tut mir leid. Ich wollte nur den Standard- und Deko-Kram, weil sonst wäre auch die Spannung raus. Aber ich denke, nochmal alles an Titanfarben hätte mich total abgekotzt. Welcome aboard, Captain. Und so können wir stehen lassen, oder? Das ist schick. Gut, wie gesagt, ich mache die Folge heute ein bisschen kürzer. Es tut mir leid. Wäre nicht alles abgeschmiert, dann hättet ihr jetzt eine lange Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich trotzdem unterstützen würdet mit einer kleinen Bewertung. Denn Bewertungen helfen mir extrem weiter. So könnt ihr mich am besten unterstützen. Ich muss das Ganze jetzt noch rendern und hochladen. Und morgen gibt es dann wieder eine etwas längere Folge. Versprochen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hey, hey, ich will dich in meinem Aquarium. Und ich auch. Danke fürs Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Mann, wir sind aber schlüpfrig hier. Dich hätte ich auch gerne im Aquarium, aber leider kriege ich dich ja nicht rein. Da platzt das Aquarium. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und tschüss.